Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video ein zweiter Teil zu meinem Video, wie teste ich eine Autobatterie. Ich habe schon ein Video dazu gemacht. Dieses findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Bei dem ersten Teil bin ich etwas kritisiert worden. Hier haben einige geschrieben, man kann ja hier noch mehr testen, das war nicht ausreichend. Ja, schuldig im Sinne der Anklage, das stimmt. Allerdings, wer sich nicht so fit fühlt in der ganzen Elektrogeschichte oder wer nicht so viel Ahnung hat von der ganzen Sache, sollte eventuell lieber nur das erste Video schauen und sollte auch nur das machen, was ich dort zeige. Denn das, was ich jetzt hier in diesem Video zeige, kann falsch ausgeführt schwere Schäden an der Batterie, an eurem Fahrzeug verursachen oder kann Lichtbogen ziehen und dergleichen Kurzschlüsse erzeugen. Und dann dementsprechend könnten die Schäden so groß sein, dass es wahrscheinlich besser ist, ihr fahrt einfach mal in eine Werkstatt und lasst die Batterie testen. Wer sich das trotzdem zutraut oder wer einfach mal wissen will, was hier noch geht, schaut dieses Video. So, wir haben hier ein PKW mit einer ganz normalen Autobatterie, einer ganz normalen Bleisäure-Autobatterie, alter Typ. Also hier haben wir eine ganz normale Autobatterie, auch nicht speziell für Fahrzeuge, zum Beispiel mit einer Start-Stopp-Automatik. Jetzt habe ich mich verholpert. Wichtig, das ist nochmal zu erwähnen, Fahrzeug mit einer Start-Stopp-Automatik, was ist heute los, haben etwas leistungsfähigere Batterien, die werden dann auch nochmal mit einem Zusatzkürzel versehen. Und diese müsste man eventuell noch mal anders testen, aber das dann erst im zweiten Teil des Videos. Jetzt kommen wir erstmal zu unserer ganz normalen Autobatterie. Dieses Fahrzeug wurde gestern vor ca. 10 bis 12 Stunden das letzte Mal bewegt, längere Strecke. Das heißt, die Batterie müsste eigentlich voll sein. Wichtig, der ganze Test oder alle Tests, die ich hier ausführe, werden bei voller Autobatterie ausgeführt. Um den Test aber richtig ausführen zu können, sollte die Batterie nach dem Laden noch mal etwas ruhen, sagen wir 1, 2 oder 3 Stunden. Könnt ihr das nicht gewährleisten, baut ihr die Batterie ein, schaltet kurz mal die Lampen bei eurem Auto ein, lasst sie mal 1, 2 Minuten brennen, schaltet sie wieder aus und dann können wir den Test auch machen. Macht den Test also nicht direkt nach dem Laden. So, die einfachste Methode jetzt festzustellen, ob unsere Autobatterie noch was taugt, ist folgende. Wir messen einfach die Batterie bei komplett ausgeschalteten PKW. Hierfür nehmen wir unser Messgerät und schaltet das Messgerät in den Messbereich DC, das heißt für Gleichstrom, das heißt für Strom, der immer in dieselbe Richtung läuft. Hier unten haben wir AC, das ist der Strom, den wir zum Beispiel aus unserem Netz vom Energieversorger beziehen. Das ist Strom, der zum Beispiel hier bei uns 50 Mal in der Sekunde die Richtung wechselt. Also wir haben DC, schalten wir auf DC. Hier jetzt ganz wichtig, achtet bitte darauf, dass ihr nichts verpolt. Wir haben hier zwei Pole, einmal den Pluspol, einmal den Minuspol. Der Pluspol ist in der Regel irgendwo rot gekennzeichnet, der Minuspol schwarz und es steht auch Plus und Minus drauf. Nicht verpolen, jetzt hier nicht so schlimm, aber nicht verpolen. Ganz wichtig bei eurem Messgerät, wenn ihr ein etwas komfortableres Messgerät habt, ich halte es mal in die Kamera, schaut bitte auch, dass ihr hier unten in den richtigen Schnittstellen seid. Wir machen hier keine Ampere-Messung, also komm und ganz normale Schnittstelle für unsere ganz normalen Messungen. So, hier messen wir nun einfach die Voltzahl, die unsere Batterie ausgibt, nachdem sie einmal voll geladen worden ist und dann etwas Zeit hatte zum Ruhen. Hierfür halten wir einfach den Pluspol der Messspitze an Plus und den Minuspol an Minus. Und hier sehen wir schön, wir haben hier schon eine Batterie, die eigentlich nicht mehr viel taugt. Deswegen habe ich auch mal ganz speziell diese Batterie in diesem Fahrzeug ausgewählt. Denn hier messen wir nur noch 12,27 Volt. Das heißt, nachdem wir die Batterie voll aufgeladen haben, sie etwas stehen lassen haben, ist sie auf 12,27 Volt abgesunken. Ein optimaler Wert wäre irgendwas zwischen 12,4 bis 12,7 Volt oder noch mehr natürlich. Und das wäre dann optimal. So wüsstet ihr, diese Batterie ist noch gut, diese ist es nicht. Jetzt kann man natürlich, wenn hier ein guter Wert rauskommt, sagen wir zum Beispiel mal 12,7 oder 12,6 Volt, diese Messung noch mal etwas verfeinern, indem wir die Batterie belasten. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Strom, Energie aus der Batterie raus. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr die Zündung einschaltet bei eurem Fahrzeug und einfach nur die Lichter am Fahrzeug einschaltet. So, ihr seht, das Licht ist an. Wichtig, der Motor bleibt aus. Normalerweise könnte ich mir jetzt den Test schon sparen, weil ich weiß, die Batterie ist platt, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Aber wir nehmen einfach mal an, wir hätten jetzt noch gute Werte gehabt, zum Beispiel 12,5 Volt oder irgendwas. Jetzt gehen wir wieder auf DC und messen jetzt unter Belastung die Batterie. Das heißt Plus auf Plus, Minus auf Minus. Und wir sehen, wir können hier nur noch 11,7 Volt
liefern. Das heißt, die Batterie ist wirklich sehr, sehr schwach und sollte wirklich ersetzt werden. Hier sollten Werte deutlich über 12 Volt kommen, auch wenn das Licht brennt. Das heißt, hier wäre es auch optimal, wenn wir mindestens noch 12,4 Volt erreichen. So, jetzt war das natürlich auch nicht gerade ein aussagekräftiger Test. Ich meine, für daheim reicht das, aber man kann ja die Batterie noch etwas weiter testen. Und hier gibt es schöne Geräte im Handel, solche Batterietester. Es gibt vielleicht auch andere Marken. Dieses habe ich mir jetzt hier ausgewählt. Hiermit können wir noch mal etwas genauer testen. Wer also mehr über seine Batterie erfahren will, kann sich auch mal so ein Gerät kaufen. Wie gesagt, Link zu diesem Gerät wie immer unten in der Videobeschreibung. Derartige Geräte liegen meistens zwischen 15 bis 40 Euro oder richtige Profigeräte natürlich noch deutlich höher. Jetzt begeben wir uns noch einmal zu unserer Batterie und hier gibt es noch mal zwei Testverfahren, die ich euch auch noch mal nahelegen möchte. Eine schöne Testmethode ist nämlich hier der Test nach CCA, also eine Art Kaltstarttest. Wir können diesen Test nicht richtig wiedergeben. Bitte verzeiht mir das. Normalerweise muss dieser Kaltstarttest bei minus 18 Grad ausgeführt werden. Ich habe hier keine minus 18 Grad und ich habe jetzt hier auch keinen Kühlschrank. Also müssen wir ihn bei Raumtemperatur ausführen. Das heißt, diese Ergebnisse sind nicht ganz aussagekräftig, aber für uns als Laien reicht das aus. Für diesen Test habe ich jetzt einfach mal die Batterien ausgebaut. Wichtig: Die Batterien sollten vor dem Test natürlich aufgeladen worden sein. Nicht direkt vor dem Test, lasst sie etwas stehen, vielleicht ein paar Stunden oder einen Tag, oder baut sich noch mal kurz ins Auto ein, macht mal kurz das Licht an und wieder aus nach ein, zwei Minuten. Und dann haben wir die Batterien in dem Level, wo wir sie testen können. Ich habe jetzt hier mal zwei Batterien mitgebracht. Eine Batterie voll aufgeladen gestern Abend, eine Batterie voll aufgeladen vor 3 Monaten. Nur um mal den Vergleich zu geben, wie sich das auswirkt. Die Namen der Batteriehersteller habe ich abgeklebt, wundert euch bitte nicht, da bekomme ich dann immer böse E-Mails von eventuellen Händlern, denen das nicht gefällt, was ich hier zeige. So, wir nehmen jetzt einfach mal die Batterie, die nicht mehr ganz so voll ist, und machen jetzt hier einfach mal einen CCA-Test. Hierfür nehmen wir wieder unser Testgerät und schließen dieses an den Plus- und an den Minuspol an. Wichtig auch hierbei: nicht verpolen. Plus ist rot. Wir haben hier Plus markiert, bringen das auf Plus an. Achte darauf, dass die Klemme richtig sitzt. Und Minus auf Minus. Jetzt müssen wir natürlich vor dem Test erstmal wissen, was wir hier gekauft haben. Da steht in der Regel auf der Batterie drauf und wir sehen auf, an oder um der Batterie irgendwo einen Schriftzug. Wir sehen hier 12 Volt, 60 Amperestunden und jetzt kommt die Zahl, die für uns wichtig ist. Wir haben hier 540 Ampere getestet nach EN. Wir wollen ja testen, ob die Batterie auch das hält, was sie verspricht, oder noch hält, was sie verspricht. Wichtig: Diese Batterie ist nicht voll. Das heißt, sie hat 3 Monate bei mir im Keller gestanden. Verurteilt bitte nicht den Hersteller. Das liegt nur daran, dass ich die Batterie nicht geladen habe, dass der Test eventuell nicht gut verläuft. So, wir nehmen nun hier unser Testgerät, legen dieses irgendwo hin, wo es uns nicht stört. Wir haben die beiden Pole mit den Klemmen verbunden und wir sehen, das Testgerät ist angegangen. Ist das nicht der Fall, drückt ihr mal kurz die M-Taste und die Enter-Taste. Jetzt wählen wir unseren Test aus. Wir wollen einen ganz normalen Batterietest durchführen. Das wäre hier oben der, und betätigen Enter. Jetzt wird es etwas verwirrend. Jetzt müsst ihr erstmal wissen, was habt ihr hier für eine Batterie? In der Regel erkennt man das durchs Anschauen oder durch Schauen auf das Etikett. Wir haben hier eine ganz normale Bleisäurebatterie, keine Spezialausführung, auch nicht speziell für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technologie. Also eine ganz normale Standardbatterie. Das stellen wir jetzt hier ein. Das heißt Regular Fluid, also ganz normale Flüssigkeitsbatterie. Habt ihr eine Batterie speziell für eine Start-Stopp-Automatik, stellt ihr hier EFB ein. Das findet ihr aber in der Regel auf der Batterie, das sind dann auch EFB-Batterien. Es gibt noch sogenannte Gel-Batterien. Diese werden zum Beispiel in den neuen Elektroautos gerne mit eingesetzt. Ja, Elektroautos brauchen auch eine Batterie, um erstmal irgendwie starten zu können. Und diese Gel-Batterien oder diese AGM-Batterien, die ich hier oben finde, sind auch sehr beliebt, zum Beispiel bei Solarbastlern zum Bauen einer Inselanlage, wobei ich von diesen Batterien abrate, denn die Zyklen sind einfach nicht lang genug oder sie sind nicht zyklenfest genug und sie sind dann zu schnell verschleißt für diesen Einsatz. Aber im PKW ist das alles optimal. Wir suchen, wie gesagt, aus, was wir haben. Wichtig: Das findet ihr auf den Batterien aufgedruckt, steht nichts drauf, ist es in der Regel eine normale Flüssigkeitsbatterie.
Batterie, also normale Säurebatterie, Bleisäurebatterie. So, wir haben das hier ausgewählt, betätigen Enter. So, jetzt seht ihr hier diese ganzen Testverfahren auf dem Display, die es gibt. Hier gibt es ja Unmengen von Testverfahren, je nachdem, wo wir uns wohnhaft befinden oder wo ihr die Batterie gekauft habt, gibt es zum Beispiel das SAE-Testverfahren, das wird gerne in den USA angewendet, das DIN-Testverfahren, das ist das vorgeschriebene Testverfahren nach DIN. Und dann haben wir das JIS, das zum Beispiel wird in Australien angewendet und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Wir haben aber vorhin auf unserer Batterie gelesen, dass wir 540 Ampere getestet nach EN gekauft haben. Das heißt, der Hersteller, der diese Batterie hergestellt hat, garantiert uns, dass diese im neuen Zustand, im aufgeladenen Zustand, 540 Ampere getestet nach EN leistet. Also machen wir doch einfach mal den EN-Test. Wisst ihr nicht, welchen Test ihr machen sollt, könnt ihr auch einen ganz normalen CCA-Test hier oben auswählen. Aber ich weiß es, also mache ich den Test nach EN. Wir wählen EN, betätigen Enter. Und jetzt natürlich ganz wichtig, jetzt müssen wir hier den Wert eingeben. Diesen entnehmt ihr an eurer Batterie. Wir haben hier 540 Ampere stehen. Ich habe es vorhin schon mal eingetragen. 540 Ampere, das können wir mit dem Pfeiltasten hier eintragen. Wenn ihr eine gebrauchte Batterie kauft oder eine alte Batterie, könnt ihr euch ja selber festlegen, welchen Startstrom ihr hier braucht oder haben möchtet. Dann könnt ihr diesen hier einstellen, könnt dann einfach schauen, ob die Batterie diesen noch hat. So, wir haben jetzt hier 540 Ampere nach EN eingestellt und betätigen die Starttaste, indem wir einfach Enter drücken, bitte berührt hier nicht die Pole und achtet auch darauf, dass sich hier kein Kurzschluss erzeugt. Und wichtig, ich möchte es auch nochmal zusätzlich erwähnen, auch wenn es nervt, bitte richtet euch, wenn ihr an elektrischen Anlagen arbeitet, nach den 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik. Diese findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. So, ich starte jetzt einfach mal den Test, indem ich Enter drücke. Und der Test läuft. So, wir haben jetzt hier ein sehr schlechtes Testergebnis. Das liegt daran, dass diese Batterie leer ist oder nicht ordnungsgemäß geladen ist. Wir nehmen das Testergebnis einfach mal, damit wir auch mal ein schlechtes Ergebnis sehen. Wir sehen, die Batterie ist nur zu 45% geladen. Das ist hier dieser zweite Angabe. Wir haben 12,27 Volt auch nur erreicht. Ihr erinnert euch, ich habe euch ja vorhin gesagt, wie viel Volt gut und was schlecht ist. Und wir sehen, dass die Batterie auch nur noch zu 49% die Leistung gebracht hat. Das heißt, wir konnten hier nur 380 Ampere rausziehen bei diesem Test, dann hat die Batterie aufgegeben. Wichtig, die Batterie war leer. Deswegen dieses schlechte Testergebnis. Habt ihr eine volle Batterie und habt so ein Ergebnis, war's das. Jetzt zeige ich euch das nochmal an einer Batterie, die ich eben aufgeladen habe oder wenn es gestern. Auch hier seht ihr die Batterie vor mir. Wir sehen hier 500 Ampere nach EN. Wir haben auch wieder eine ganz normale Bleisäurebatterie. Auch hier wieder dasselbe. Wir betätigen nach dem Starten des Gerätes Enter. Gehen in den ganz normalen Batterietest, Enter, wählen wieder die Batterie aus, die wir haben, eine ganz normale Säure-Bleisäure-Batterie, Enter. Und hier wählen wir auch wieder nach EN, testen wir, Enter und geben hier wieder den Wert ein, hier diesmal nur 500 Ampere. Und testen. Wir sehen, ich habe ja wie gesagt die Batterie erst gestern geladen. Die Batterie ist wirklich gut. Wir haben eine Gesundheit der Batterie oder die Batterie hat ein Ergebnis von 86% geliefert und wir konnten 465 Ampere rausziehen. Das ist im Limit, das heißt alles okay. Und wir sehen auch, ich habe ja die Batterie geladen. Die Batterie ist zu 100% geladen und wir haben 12,94 Volt herausziehen können. Wie können wir nun mit diesem Test herausfinden, ob unsere Batterie defekt ist? Es kann ja sein, wir haben die Batterie erst geladen, wie hier, und wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Ganz einfach. Ihr macht das Testgerät ab, stellt die Batterie in die Ecke, wartet einige Stunden oder vielleicht auch einige Tage und wiederholt diesen Test. Schreibt euch die Werte auf und wenn diese Werte signifikant absinken, je länger die Batterie steht,
Natürlich nicht, wenn die Batterie 4 Monate steht. Das ist natürlich unrealistisch. Aber wenn das in wenigen Tagen passiert oder vielleicht sogar auch in wenigen Stunden, dann wisst ihr, diese Batterie ist hin. Denn wenn sie zum Beispiel, wenn ich den Test jetzt gemacht habe und ihn in 2 Stunden wiederhole, dann plötzlich nur noch hier vielleicht 50% bringt und hier vielleicht auch nur noch 400 Ampere oder 300 Ampere bringt, dann hat sie innerhalb dieser Zeit, ohne dass wir irgendwas angeschlossen haben, das ist wichtig, ihr müsst die Batterie natürlich wegstellen, ohne was abzunehmen, unwahrscheinlich viel Energie verloren und das heißt, die Batterie kann die Energie nicht mehr halten. Im Sommer mag das vielleicht noch gehen, im Winter ist dann natürlich Sense. Wenn ihr so eine Batterie eingebaut habt, bleibt ihr sehr gerne dann auch mit eurem Fahrzeug liegen oder frühst, wenn ihr an euer Fahrzeug kommt, passiert dann nichts mehr, wenn ihr den Schlüssel herumdreht. Jetzt kommen wir auch gleich zu dem Punkt, Schlüssel herumdrehen. Was für eine Energie liefert denn unsere Batterie beim Start des Motors? Hier können wir nämlich auch nochmal testen, wie gut unsere Batterie ist. Dafür gehe ich nochmal wieder raus und hoffe, das Wetter hat sich wieder etwas beruhigt. Ich habe hier die Batterie diesmal im eingebauten Zustand. Muss ja sein, wir wollen ja einen Starttest machen. Und wichtig, wir haben hier auch wieder einen Minus- und einen Pluspol. Bitte nicht verpolen. Minus schwarz kommt an Minus und Plus rot kommt an Plus, also hier rot. Wir sehen, das Gerät schaltet wieder ein. Wir bestätigen das, wenn wir diesen Bildschirm nicht sehen, drücken wir kurz M, dann drücken wir Enter. Und jetzt gehen wir hier in den Starttest. Das ist der zweite Test hier in dieser Liste und betätigen Enter. Jetzt steht hier, dass wir unser Fahrzeug starten sollen und das Gerät misst die Werte, die dabei auftreten. Noch ein wichtiger Test vor dem Start, bitte schaltet Lüftung, Radio und Licht aus. Wir wollen hier nur den Startstrom messen. So, ihr seht, ich habe jetzt 2-mal getestet und jedes Mal wurde der Wert schlechter. Wir haben hier nur noch 5,19 Volt. Das heißt, hier oben steht es auch, diese Batterie ist fertig und muss ersetzt werden. Das kann man natürlich mit so einem Gerät top testen. Ohne so ein Gerät müsst ihr die Methoden nehmen, die ich euch vorhin oder im anderen Video gezeigt habe. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Noch ein wichtiger Zusatz, dieses Video hier soll nur euch helfen zu verstehen, wie finde ich eine volle, eine leere Batterie oder eine defekte Batterie. Es gibt natürlich noch weitere Testmöglichkeiten, wie man so eine Batterie testen kann, aber ich sag mal so, das überschreitet dann doch die Möglichkeiten, die man selber privat hat. Die beste Möglichkeit ist meiner Meinung nach immer noch so ein einfacher Batterietester für 20 bis 40 Euro oder was die Dinger in etwa kosten. Link zu so einem Tester natürlich unten in der Videobeschreibung. Diesen Tester hier habe ich beim Hersteller angefordert und er hat ihn mir netterweise auch für den Test hier überlassen. So, damit bin ich dann, wie gesagt, am Ende des Videos angekommen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.